Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Rocket League auf dem Kanal OP Glücklicher Können Winners Win. Und ihr seht, heute stehen hier drei Autos. Wir haben nämlich heute einen Gast dabei und zwar den guten Nachtkalmar. Sag einmal ja, hallo. Hallo. Genau, natürlich Ob Glück 83 auch wieder am Start, logischerweise. Und heute machen wir das Ganze mal etwas anders. Und zwar ihr werdet heute mein Bild sehen. Und es gibt heute ein legendäres, episches 1 gegen 1 zwischen Obglück 83 und Nachtkalmar. Ein 1 gegen 1, auf das wir alle sehr gespannt sind. Und hier werden wir mal schauen, wer wirklich der wahre Elite-Spieler ist. Oh Mann. Okay, das wird lustig. Und ich würde sagen... Das wird mehr als lustig, das kann ja Eider werden. Ja. Richtig. Ich würde sagen... Es gibt ja eine Zeitbegrenzung. Also. Ja. Ja, das ist ja gut, dann wird es aber immer zu Ende sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das schönere Auto. Also. Mein Nissan ist schöner. Hallo? Nee, also... Es ist nicht mein einziges Auto, ich habe noch mehrere. Warte mal, gerade ja. So ist nicht. Ich habe den hier. Ah ne, seht ihr die eigentlich, wenn ich sie durchwechsel? Ja. Wenn du dann mein Fortnite-Auto. Oh Gott. An das A-Team-Auto. Oh Mann. Mit Irokese, schön angelehnt. Ja. Ihr hört auf jeden Fall. Hast, ne? Die Kandidaten sind zuversichtlich, das kann was werden. Genau. Das ist ähnlich. Dann mein neues Auto. Den Golf habe ich auch. Ach, und komm sogar jetzt. Ein Porsche. Ja, das war im Season Pass drin. So. Den kriege ich ja durch Fortnite immer kostenlos. Und ja. Dann das Ding hier. Achso. Du machst zwar Fortnite, ich habe gehört einen Cybertruck, aber der ist hässlich. Okay. Stimmt. Hier seht ihr, das ist waschechter Service. Hier gibt es noch eine Roomtour durch die Rocket League Garage. Von Optik 83. Und ich würde sagen, starten wir mal ins Spiel und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ich spiele jetzt gegeneinander. Ja, du gegen mich. Ja. Das heißt, einer von euch beiden geht zu Double Kings, der andere geht zu Bots. Und ich werde die Zuschauerperspektive mit einnehmen. Ich habe automatisch Beitreten genommen. Dann gehe ich zu Bots. Und jetzt müsste es auch gleich losgehen. Ja. Okay, super. Oh mein Gott, ey. Schauen wir uns das Ganze mal an. Oh, Optik 83 gewinnt hier den Kickoff. Hat hier die erste Möglichkeit. Und der Ball geht knapp vorbei. Fast das 1:0 für Optik 83. Ein sehr dynamisches Spiel und die Möglichkeit jetzt. Da ist das erste Tor. Und es steht 1:0 für Off-Clip 83. Und guter Schuss schreibe ich jetzt mal da rein. Weil Fairplay, das ist natürlich ganz klar, das zählt dazu. So sieht's aus. Nehmt euch daran ein Beispiel. Immer Fairplay, immer nett zueinander sein. Ja, auf jeden Fall. Und weiter geht's. Hier sehen wir wieder den Kickoff. Ich drück schon wieder den falschen Knopf. Dieser gewinnt Nachtkalmar 4 hier den Kickoff. Und er hat die Möglichkeit. Eigentlich springen, scheiße. Keine Ahnung. Die Möglichkeit. Und der Ball wird verteidigt. Vom Kanalbetreiber. Ja, driften. Warum trifft ihn? Hier sehen wir Nachtkalmar 4. Da ist die Möglichkeit. Da kommt der Angriff vielleicht. Ja gut, Torwart ist jetzt nicht so. Auf Glück 83 hier immer noch am Ball. Über die Bande. Da ist eine gute Chance. Und er macht das 2:0. Nein. Leute, was ist das hier denn für ein Start? Guter Schuss für Obglück. Das ist ja wohl der nackte Wahnsinn. 2:0 für Obglück 83. Ja, Wahnsinn. Okay. Ja. So, da rollt der Ball. Wer holt ihn sich? Da, Nachtkalmar 4. Spielt den Ball gut nach vorne, der rollt. Oh, Fehler von Optik 83. Aber da hat er den Ball dann doch noch geklärt. Oh, das ist ein guter Kick hier. Der Optik 83 geht offensiv drauf. Oh, jetzt ist er aber nicht gut positioniert. Ja, ich hab gedacht, ich krieg das trotzdem noch hin. Ja gut, es fehlt halt immer wieder ein bisschen Boost, ja. Das ist richtig. Und jetzt Nachtkalmar. Das war nicht gut. Warum hilft mir denn eins daneben? Und das ist ein guter Schuss, aber der geht nicht rein. Nein. Dieser Schuss von Obglück 83. Nee, der geht rein. Was für ein Fest hier. Was für ein Gaumenschmaus. Mit was für ein Niveau das Ganze hier gespielt wird. Ich habe kein Torbo mehr. Diese beiden Spieler würden mich ohne Probleme in einem 1 gegen 1 schlagen. Ja, natürlich. Oh, der Ball wird hochgehoben. Das sieht gut aus. Auf Glück 83 mit dem Fehler. Die Chance für Nachtkalmar 4.
Ich mache ein Tor. Ach, verdammt. Was eine Szene. Obglück 83 jagt den Ball ins eigene Tor. So wollte ich das sehen. Obi, ja, hast du 50 für die Vorlage gekriegt. Das ist das, dann Profis spielen, ne? Ja, meine Güte. Oh Mann, Mann. Ja, wie gesagt, Profis halt. Nächste Szene, wir sehen wieder den Ball in der Mitte beim Kickoff. Nachtkeimer 4 gewinnt den Kickoff. Und hat die Chance vielleicht auf den Ausgleich. Da kommt er schon. Oh! Er trifft den Ball, aber leider kein Tor. Nächste Szene jetzt über die Außen. Kommt der große Nachtkeimer 4 hier. Ah, das sieht nicht gut aus. Aber er lässt Obglück 83 ohne Probleme stehen. Jetzt vielleicht Offensivaktionen. Und jetzt ist Obglück 83 am Ball, aber... Ja, ja, das war nicht Fisch, nicht Fleisch, wie man so schön sagt. Natürlich. Ja. Eigentlich war es Hühnchen, aber egal. Richtig. Die nächste Chance. Gott, tut mir Nachtkeimer so 4. Leid, dass ihr da alle zusehen müsst. Was fürs tut dir leid? Boah. Die Zuschauer sollten geehrt sein bei diesem guten Gameplay. Hier die Chance für Obglück 83, aber da fehlt vielleicht der Boost. Nee, ich wusste nicht, wie ich dran fahre. Das war das Problem. Ich hab einfach dranfahren. Ich habe gewartet, dass eine bessere Position vom Ball kommt. Ach, in diesem Spiel einfach dranfahren. Hauptsache kein Eigentor. Oh, der ist gut. Er geht in Richtung Tor. Auf 83 und der Ball ist drin. Das ist ja mehr Glück als Vaterlandsliebe. Ob Glück oder Können. Win is win. Ein typisches Kacktor, aber der Ball ist drinne. 3:1 für Obglück 83. Ja, gut, okay. Es gibt ja Revanche. Ne? Das ist ja klar. Okay, darfst dranfahren, komm. Ich bin als Torwart noch schlechter als im Angriff, also. So. So. Vielleicht hat die Ansicht noch ein bisschen geändert. Und jetzt, vielleicht rückwärts? Oh! Ich wollte dich, aber nee, der Ball fliegt. Oh, der fliegt jetzt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nein, falsche Richtung, wo ich denn hin? Egal, er dribbelt mit dem Ball wie ein junger Gott. Und jetzt? Ja, wie Maradona, ne? Ja. Mit der Hand Gottes. Und jetzt mit dem Auto Gottes. Das 4-1 vielleicht? Nein. Nein, nein, nein. Aber jetzt nochmal der Ball. Ach. Der kommt gefährlich. So. Da liegt ja der Ball. Chance! Oh, nein! Was war das denn? Uiuiui. Ja, ui, ui. Den kann man auch mal reinmachen. Egal, es steht immer noch 3:1. Die Chancen sind immer noch da. Und jetzt? Vielleicht eine Chance. Der Ball rollt noch. Und? Nein! Oh. Auch das sah nicht so richtig gut aus. Aber egal, es sind noch heiße 30 Sekunden. Oh, das sieht gut aus für Obglück 83. Da kommt er nach vorne. Vielleicht für den 4:1. Scheiße. Er lässt beide auf einmal stehen. Macht er gut. Ich bin echt gut. Guckt es euch an, dieses überragende Spiel. Jetzt schon wieder Nachtkammer 4 am Ball. Und Obglück 83 steht hoch und verteidigt das Ding. Und jetzt vielleicht die Chance zu 4:1. Und wie du mir, so ich dir. Nachtkalmar haut den Ball rein für Obglück 83. Oh, aber er sagt ja als fairer Sportsmann und schreibt guter Schuss, was Obglück 83 nicht geschrieben hat. Also Verlierer der Herzen, Obglück 83. Sorry, ich weiß nicht, wie das geht auf die Schnelle. Das war ja auch ein guter Schuss von mir. Ja. Oder? Also, richtig. Ja, ne? Und, komm schon, nein. Ah. Jetzt nochmal. Und da ist es gleich vorbei. Und der Ball landet auf dem Boden. Das war's. Okay. Ja, das ist aber jetzt erstmal nur das erste Spiel, ne? Richtig. Okay. Der Sieger heißt Obglück 83. So, diesmal direkt mit der Spieleransicht. Nachtkeimer 4 sehen wir beim Kickoff. Oh, der Ball ist fast in der Mitte gelandet. Ja, super. Ja, aber das ist vielleicht die Chance. Ah, da fehlt am Ende einfach der Boost. Aber es sieht trotzdem nicht so schlecht aus. Der Ball ist drin. Es steht 1:0 für Nachtkeimer 4. Was für eine Szene. Da sieht man's. Der Doppelschwung kann manchmal der größte Freund des Spielers sein. Auch hier wieder 1:0. Guter Start für die Revanche. Ja. Und weiter geht's. Wir haben hier ein dynamisches Spiel direkt. Der Kickoff-Ball liegt wieder in der Mitte. Opel Glück 83 trifft den Ball nicht. Nachtkammer trifft den Ball.
Ball springt hin und her und keiner will ihn so recht haben. Aber jetzt, ja, aber jetzt, der Ausgleich. Mann, das heißt, mehr Glück als Verstand heißt erst hier 83. Richtig, mehr Glück als Verstand 83 hier mit dem Ausgleich. Oh mein Gott, ey. Im zweiten Spiel sondern ein fünftes Tor, waren alles Glückstore. Sehr schön. Wenn die Amateure spielen, ne? Ja. Nein! Oh, die Chance! Nein. Und, ah, Latte! Nein. Ganz knapp! Gott. Ach, das kann doch nicht sein! OMG! Was ein spektakuläres Spiel hier! Jetzt vielleicht, ah, ja, ja, da wird der Ball getroffen! Die Richtung, ja. Und? Ja, genau! Den kriegt er noch! Den kriegt er noch! Ja, was für eine Parade von Nachtkammer 4, dafür sind wir doch hier! Oh mein Gott. Und jetzt. Auch hier erstmal gut abgewehrt von Optik 83. Aber jetzt vielleicht noch eine Möglichkeit. Der Ball ist noch vorne. Es fehlt leider der Boost. Ja, bei mir auch. Und sauber rein da. Yes. Oh mein Gott. Oh, da ist sein nächstes Tor gefallen. Bitte! Stimmt, aber gerade wollte ich mal die Cam-Einstellung etwas ändern, aber da fällt das Tor! Da darf man echt keine Sekunde daneben sein! Da muss man immer aufpassen, zwischen diesen beiden Spielern kann immer etwas passieren. Ich bin auch echt gespannt auf die Kameransicht, weil ich keine Ahnung, wie das gerade funktioniert. Ich habe ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Ja. Das ist cool. Okay. Jetzt haben wir wieder die Autocam drin. Das ist sehr faszinierend. Und wir sehen, wie der Ball da liegt. Auf Glück 83. Schiebt den Nachtkeimer 4 hier durch die Gegend. Da wollte ich schon was Nebelkaktus sagen, aber ich werde so nicht durch die Gegend geschoben. Und jetzt die Chance. Nein, nein. Oh, und auf Glück 83 so mit der Parade. Aber leider ist für den falschen Spieler. Liebe, ey. Das ist oh, Nachtkeimer 4. Gut abgewehrt der Ball. Da rollt er der Ball. Oh, Chance für auf Glück 83. Der ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Und damit kein Tor, aber das war sauber. Der Ball fliegt in der Luft. Er ist immer noch in der Luft. Nein, falsche Richtung. Scheiße. Na, dreh dich doch mal rum. Was hältst du davon? Abstand. Okay. So, wir machen nochmal Position folgen. Das sieht mal scheiße aus. Also wieder Spielansicht. Okay. So, Nachtkeimer 4. Ja. Hier mit der Chance auf den Angriff. Oh Mann, ey. Shit, 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 shit. Ah, nein. Oh, das sind Dribblings. Das sind die Skills. Wenn man sich selber im Weg steht. Noch ganze 2 Minuten in diesem Spektakel. Noch 2 Minuten Hochgenuss. Die Chance. Aber da fehlt der Boost. Bei wem? Ja, bei wem wohl? Das ist hier die Frage. Das sehe nur ich. Als Zuschauer und Kommentator dieses wunderbaren Spiels. Chance zum 3-1. Ach, komm jetzt. Echt jetzt. Ja, hier hört ihr die Verzweiflung. Oh, die Verzweiflung. Ja. Oh Mann, oh Mann. Geil, dass ich gerade gesagt habe. 3-1, obwohl ich erst gemerkt habe, dass das ja gar nicht stimmt. Ach so, ja, nee, noch nicht. Scheiße. Was ein Spiel hier. Jetzt habe ich die Regisseurperspektive. Und hier seht ihr es. Guter Angriff? Nein! Anscheinend doch kein guter Angriff. Und jetzt die Chance zum 3-1. Nein, volle Latte. Der Ball ist nicht drin, aber der liegt gefährlich. Die Möglichkeit ist da. Nein. Und jetzt? Ja, komm, er rollt rein. Und oh jetzt? Mein. Naja. Jetzt ist er drin. OMG, Hilfe. Das kann doch nicht wahr sein. Oh nicht, ey. Das ich weiß, 3:1 für Obglück 83. Ja. Oh mein Gott, ey. Noch eine Minute, Hilfe. Noch ganze 56 Sekunden in diesem Spektakel. Ja. Wieder die Autocam. Oh, Torbo.
Weißt du? Das ist ja der Wahnsinn. Da greift er an. Genau. Das ist wie bei den anderen Spielen. Egal was ich mache, ich immer zugunsten der Gegner. Genau. Warum habe ich den nicht getroffen? Mach nichts, ich auch nicht. Defense! 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 Da hören wir natürlich die Zuschauer, wie sie Defense sagen. Das habe ich mitgesagt. Und jetzt nochmal die Chance zum Anschlusstreffer. Ach, gar nichts. Aber abgewehrt. Na genau, wird doch verloren. Klasse, echt. Noch eine letzte Möglichkeit. Nein, ach, gut, schade. Abgewehrt. Okay, 3:1, da hat sich die jahrelange Rocket League Erfahrung von Opflück 83 wohl doch bezahlt gemacht. So, da sind wir in der finalen Runde. Jetzt noch zum Abschluss noch eine Runde, 3 gegen 3. Ja. Und ich würde sagen, holen wir uns den Sieg. Ich fahr mal. Eine, okay. Okay, ich brauch ein bisschen mehr Boost hier, das gibt's noch nicht. Ich warte mal. Nimmt ihr den? Ja. Hol, kommst du dran, ja? Ja, aber ich wurde leider weggerannt. Er blockt. Okay. Mist. Ah, ich wollte einen Boom machen, nicht du. Ich wäre auch beinahe reingefahren, liebe Kaktusmensch. Perfekt. Ja, nein, ich bin im Gegner hängen geblieben. Nochmal im Gegner hängen geblieben. Nein! Ah, okay, am Tor vorbei, sehr schön, kein Problem. OMG. Jetzt habe ich 5 Boost, Leute. Das ja. Nein, okay. Ah, verdammt. Nee. Na, das war echt gut, das war echt gut. Wir haben unser Bestes gegeben, ey, also. Ja, wäre Doppelschuh vielleicht besser gewesen, aber. Ja. Erste Tor haben die, hallo, 0:1, hey. Wer fährt? Okay. Ich fahre, ich bin außen. Schön. Ja, das war echt schön, ja. Nein, er hat einen. Oh, aber er hat einen hochgelegten Säule. Er darf doch nicht mit uns so spielen, Mensch. Ah, sehr gut, Nebelkaktus. Ja, das den krieg ich aber nicht nochmal. Den krieg ich nicht. Doch. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Ja, Nebelkaktus. Nice. Los gleich. Also, der Ton ist wieder doppelt. Ich kann es natürlich jetzt mit. Ich hab wieder ausgemacht. Nicht. Ja, jetzt geht's, genau. Hä? Ja. Ich bin schon wieder aber über das Spiel in den Kanal reingejoint. Ich weiß nicht wieso. Kann man den nicht dauerhaft ausschalten? Eigentlich schon, habe ich. Der ist ja auch aus. Aber der geht irgendwie immer wieder an. Okay, der möchte einfach mitspielen, ne? Richtig. Nein, der spielt ihn hoch, ey. Ich kann doch nicht hoch, du Sau, Alter. Na. Ja, ist so. Ich will auf ihn zufahren und er macht. Da hat der Boost gefehlt. Lüpfer? Lupfer, wenn dann. Lupfer, genau. Ja. Das Wort war es doch, eins von beiden war es doch. Ja. Nebelkaktus, wieso nach hinten? Weil ich was versucht habe, was nicht funktioniert hat. Ja, ich wollte eigentlich runterfahren, aber mich hat irgendjemand geschoben. Ich war bei noch im Gegner, ich weiß ich nicht. Ich hab den Gegner zerstört und bin dann zu schnell gewesen. Perfekt. Da war ich zu schnell. Okay. Oh, nee. Es war krass, wie anders sich das anfühlt im Vergleich zur Konsole. Ja, siehst du, ist doch ein Unterschied, ne? Ja, vielleicht meine Chance jetzt. Eure Chance? Ja, ist zu hoch. Nachkammer, sehr schön. Und ich wurde weggeräumt. Naja, wir haben irgendwie den Ball berührt. Irgendwas in der Richtung Bart. Ah, komm schon. Ja, nicht zu spät. Mist. Scheiße. Er muss da wegen mir ausweichen, sehr schön. Nee. Keine Chance. Ich komm damit. Das ist doch. Ich komm damit nicht klar. Das ist ja nicht normal. Das ist doch normal, ey, echt. Oh Mann, ja, das ist nicht so toll. Nee. Also, es gibt einen Unterschied zwischen PC und Konsole. Naja, auf jeden Fall. Ich meine, es kommt doch drauf an, mit was du steuerst, ne? Ja. Ja, nach ich brauch Boost. Ich hab immer noch keinen Boost. Scheiß drauf. Ja. Ja. Oh Mann. Das sah echt gut aus. Ja, das stimmt. Oh, Entschuldige. Oh. Nein. Alles ich blockiere gut. Unseren eigenen Mann. Unseren besten Spieler blockiere ich. Und nicht mal ich bin heute gut.
Ja, komm, das ist mehr. Ja, nein. Ja, doch. Komm, drehen die dran. Ja, Nebelkaktus ist dran. Nebelkaktus ist am Ball. Ja, komm, noch kann man ein paar drauf. Alter, ich werd so auseinandergenommen von allen. Oh, er hat mich gebummt, die Sau, Alter. Das gibt's doch nicht. Als hätte ich von der Hälfte des Spielfelds ein Tor machen können. Sau, Alter. Aber macht Spaß, Leute zu zerstören. Ja, natürlich. Mach ich auch gern. Okay, das war weg. Ich hab gebummt. Jetzt kann ich mir gegen Tor. Oh, Scheiße. Also, echt geiles Video heute. Echt geiles Video. Ja, auf jeden Fall. Aber ey, ich hab Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Ey, ja, natürlich. Da dürft ihr mal mein Gameplay sehen und dann ist es so ein beschissenes Gameplay. Ja. Also ich fühle mich sehr wohl, da ich vorher die zwei Spiele gegen dich verlieren durfte. Das macht mich sehr stolz. Und jetzt wieder. Nein. Im Verlierer-Team, das ist natürlich dann schon was. Ja, ja, sehr schön. Zum Beispiel ist da vorne geil, ja. Ah, Mann, ey. Immer wenn ich. Also irgendwie geht das mit der Verbindung, bis ich auf den Ball zu fahre und dann fühlt sich ganz komisch an. Okay. Seltsam. Nein, nein, ich spiele in unsere Richtung. Nein. Oh nein. Oh, gut geblockt. Ja, okay, nice. Ich habe aber keinen Boost. Oh Mann, aber das Tor ist frei. Jetzt kommt einer von rechts. Ja, jetzt habe ich leider zu weit vorgelegt. Nein, 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 nein. Ah, dann hüpfe ich daneben, da könnte ich wahnsinnig werden. Nicht. Nein, ich fliege natürlich drüber, ist klar. Oh Mann. Nein, nein. Ach komm schon, ehrlich. Oh Mann. Ja klar, ich wollte ja auch mal ein Tor schießen, ne? Ja, natürlich. Es ist nur das Falsche, aber wenigstens ja, habe ich ein Tor geschossen. Du hast den reingemacht. Ja klar, ich wollte ihn rausmachen, ich habe mal meine Tod genug gekriegt. Oh mein Gott. Eigentlich müssten wir gleich noch ein paar Runden normal spielen außerhalb der Aufnahme, ganz ehrlich. Ja, das ist ja ganz schlimm hier. Ja, gar nicht, ey. Oh mein Gott, ey. Ja gut, ist am Ball, kommt einer, joa. Ah, sehr schön. Nein! Ah, oh Mann, wir haben beide zu weit weg. Ach, ich hab schon dreimal Torschuss und krieg dafür 20 Punkte. Aua, wir kassieren noch einen, weil ich. Oh, oder? Nein! Oh mein, nein. Ja. Ja. Ja, ich wurde zerstört, deswegen konnte ich auch nicht hin. Ja, ist egal. Das ist ein gutes Video, Alter. Wir haben ein Tor, der Gegner hat nur 6. Ey, Alter. Oder? Na, die wissen nicht, dass der weniger Tore hat, der Sieger ist. Das ist wie bei Golf. Und am Ende freuen sie sich, weil sie nebeneinander stehen und jeder sieht, wie sie gespielt haben, ne? Natürlich, wir spielen ja Golf, das wissen sie ja nicht. Da fehlen ja die wenigsten. Oha. Ja. Ja, nein. Ah, kacke. Ja, nein. Boah. Jetzt wurde ich gestoppt. Ja, gut, ich bin am Ball. Ich habe nicht kein Torbo. Ich bin mal wieder echt hilflos. Scheiße. Krieg ich auch nicht. Boah, alle dran vorbeigesprungen. Sah das geil. Nee, ich hab ihn gekriegt. Ehrlich? Ja. Ja, irgendwer muss ja nicht. Ich wurde wieder zerstört. Ja, komm, ein Tor machen wir noch. Nein, falsche Richtung. Nee, wir machen kein Tor. Nein, ich weiß, ja, aber ich dreh mich schön in die Luft. Ah, nicht am Boden kommen lassen, nein. Ah, Alter, Scheiße. War das schlimm. Okay. Und wieder mal sind die Verlierer auf dem Siegertreppchen. Ja, also dann, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ein besonderes Video mit zwei Runden zwischen den beiden besten Rocket League-Spielern aller Zeiten. Und dann eine was? Ganz... Was? 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 Wer? Zwei? Die was? Besten? Zwei Runden ja, zwischen den beiden besten Rocket League-Spielern aller Zeiten. Natürlich. Hallo? Natürlich. Genau. Klar, und noch ein richtig schönes Spiel im zwanglosen Modus, was gar nicht ging, wo wir alle komplett verkackt haben. Ich auch. Ich war auch richtig schlecht. Aber ja, immerhin habt ihr mal mein Gameplay gesehen. War zwar schlechtes Gameplay, aber immerhin habt ihr es mal gesehen. Gut. Ja, ich sag mal, wir müssen das Format ein bisschen ausfallen. Ne? Das richtig. Irgendwann seht ihr mal gutes Gameplay von mir, wenn ich hoffentlich genau. An meiner Xbox spiele und nicht am PC, wo ich jetzt zum ersten Mal gespielt habe. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, auf diesem Weg. Ja. Genau, dann war es das war's mit dem Video. Dann würde ich sagen, genau, wünschen wir euch noch einen schönen Tag, guten Morgen, noch besseren Abend, denn wir sind nicht mit raus. Jo, ciao. Ciao.